Good morning and a very warm welcome, ladies and gentlemen, to the Swatch Beach Volleyball Major Series here in Porridge. Tag 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute lohnt es sich näher zu kommen, ganz nah herzukommen, denn wir zeigen euch den intimsten Einblick in die Arbeitsweise von Rudix beim Beachvolleyball. Wie entsteht die Stimmung hier am Center Court? Es ist 7.30 Uhr, noch nicht viel los. Die ersten Spiele sind erst ab 9 Uhr. Der Court wird gerade hergerichtet. Julius Brink übrigens, auch ein Arbeitstier, würde ich sagen, steht den ganzen Tag vor der Kamera, auch jetzt schon bei der Arbeit. Wie schaut es jetzt aber aus? Wie machen wir hier Musik in Porridge? Einmal haben wir das iPad mit. Da drücken wir auf eine Taste und die Musik kommt raus. Zum Beispiel jetzt am Morgen eignet sich der Dackel. Ja? Einmal draufdrücken und es wird schon gespielt. Ist eine App, kann man sich downloaden, zum Beispiel für den nächsten Kindergeburtstag. Wunderbare Sache. Dann gibt es hier den Pioneer Mischer. Auch ein gutes Ding. Und an alle Kollegen jetzt schon in Stavanger für nächste Woche. So ein Ding braucht man bitte. Ja? Stellt es uns hin in Norwegen. Dann geht es weiter. Laptop natürlich auch sehr wichtig. Ich arbeite seit Jahren mit Traktor zusammen. Deshalb, weil es einfach eine super Software ist und weil es Traktoren sind. Und die kommen mir persönlich sehr zugute. Da haben wir etliche Listen und zigtausende an Jingles vorbereitet, sortiert nach Stimmungen, sortiert nach Genre, egal was, die wir einfach dann spontan rausspielen können. Spontan ist ein guter Stich. Punkt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas passiert am Spielfeld. Gestern zum Beispiel der deutsche Spieler schießt die Schiedsrichterin ab. Was kommt? Ist jetzt noch nicht das Quiz für den Gewinn dann am Ende des Videos. Was wird jetzt hier spielen? Richtig. I shot the sheriff. Ja? Oder wir erfüllen natürlich diverse musikalische Wünsche von Spielern oder von Mitarbeitern. Ja? MC, die nächsten Minuten gehören dir. Wirklich eine schöne Auswahl eines schönen Liedes. Also, und jetzt, liebe Freunde, jetzt kommt das Quiz. Nicht, wie dieses Lied heißt, das kennt natürlich jeder, ist ein Gassenhauer weltweit, sondern Frage, wie viele Songs spiele ich während einem Beachvolleyballspiel? Wisst ihr es? Gar nicht so einfach. Wir nehmen natürlich ein besonderes Spiel her, damit das notariell beglaubigt werden kann. Seppi Blatter kommt her und überwacht das Ganze. Das erste Spiel heute um 9 Uhr hier am Center Court. Wie viele Songs werden da gespielt? Es wird für uns aufgezeichnet. Wir zählen mit. Ihr überlegt es euch. Schreibt es da drunter. Und wenn ihr richtig seid, gewinnt ihr was. Und nämlich einen Original Mikasa Beachvolleyball. Ja? Den gewinnt ihr. Kostet hier im Porridge 47 Euro. Den würden wir euch zuschicken, wenn ihr genau wisst, wie viele Songs spiele ich beim ersten Spiel. Mitraten, jetzt kommentieren. Wir sehen uns. Ciao, macht's es gut.